So, kurzer Zwischenstopp für einen View auf dieses türkise Wasser. Das kennen wir zwar eigentlich schon von Hokitika oder wie hieß das, so ähnlich. Ja. Hier hinten sieht man auch, ich schwenke nochmal zurück. Da hinten sieht man auch, wie sie das Gold so runterrutschen lassen haben. So eine alte Goldminenstadt ist das hier. Aber das Wetter ist nicht so überragend. Da hinten, ganz hinten neben den Bäumen, sieht man auch noch so alte Goldhäuschen. Oh, guck mal, weil das sprudelt. Hier unten sieht man noch mal diese Rutsche, wie sie dann früher das Gold mit dem Wasser runtergerutscht haben aufs Boot, schätze ich mal. So, schon wieder schön gegen die Sonne. Herzlich willkommen aus der Nähe vom Lake Pukaki. Hier ist der Lake, also sind wir in der Nähe. Ganz da hinten ist Mount Cook und da fahren wir morgen hin. Jetzt geht's für uns auf den Hooker Valley Track und dann nehmen wir euch mal mit. Auf die nächste Schwingbrücke hier. Swing Bridge. Das macht nur Spaß.
Was ist das für eine Wolke? Sind wir noch bei so einem Alpin-Tarn? Ich so, hä, was ist ein Tarn? Anna erklärt es euch. Das ist ein kleiner Teich, der in den Bergen ist, so wie man hier sieht, mehr oder weniger. Ein kleiner Teich in den Bergen. Interessant. Alpin-Tarn. So, jetzt geht's wieder zurück über die Brücke. So, damit verabschieden wir uns vom Hooker Valley Track.